hiermit, liebe Leute, möchte ich bitte einen Applaus haben, weil das ist jetzt das erste Mal, seitdem ich das Kazoo habe, dass ich irgendetwas produziert habe, dass ich halbwegs Musik habe. Ja gut, jedenfalls weg vom Kazoo. Willkommen zurück zu einer Folge Bucky, ist einfach geschrieben mit Hühnchen auf den Arsch, aber zuerst stelle ich euch mal den CW vor und, oh, by the way, ich bin jetzt Deathmatch, sobald diese Sachen hier fertig sind. Ja, bin ich auch so schon. Ich gelte, also für mich gelte etwas als geupdatet, sobald das Update halt begonnen hat. So, und ich habe es geschafft, Leute. Und in dieser Folge habe ich euch was ganz Cooles im CW zu präsentieren, nämlich, ja, Goiwa. Was man mit Goiwa Level 1 alles anfangen kann. Und auch eine kleine neue Taktik, die der Nagashima, das ist der neue Name vom Schießlauen gemacht hat. Ja, der Glowstone war halt ursprünglich der Name von einer Rüstung, die ein Charakter aus einem Buch, das ich irgendwann mal schreiben werde. Und ja, nach einiger längerer Zeit heißt der Charakter nun Karen und seine Rüstung heißt Nagashima, nicht mehr G-Stone. Naja, wird ein cooles Buch, also hoffe ich. Gucken wir mal in den Klicks, in den Klicks-Log. Gucken wir mal in den Klicks-Log-Line, liebe Kamladen. Ja. Erste japanische Regel, immer Gegner in die Lickel schießen. Na gut, hier Details. Yeah, Details. Karte ansehen. Und ja, wir haben hier 29 zu 28 gewonnen. Wuhu! Auf jeden Fall ein besseres Ergebnis als bei Fußball. So, ja, mit 94%. Ich glaube, hätte ich mir die Hocks bis zum Ende aufbewahrt und sie nicht direkt verfeuert, so wie damals schon im Zweiten Weltkrieg bei einigen Angriffsstrategien, hätte ich vielleicht sogar den Freestar geschafft. Aber gut, ich werde diesen CW mal darauf achten, dass ich die Hocks irgendwann am Ende einsetze, wenn sie auch mal was bringen sollen. Na gut, ist aber gut gelaufen. Ach nee, Moment, oder ich weiß nicht, was hier gerade läuft. Lass dich überraschen. So. Krasser Shit. Ah, ich glaube, Astralovania sollte jetzt gerade laufen. Ja, genau. Das war ein allgemein recht guter Angriff, denke ich mal. Ja. 49% auf die eigene Nummer, wenn man Nummer 1 ist, das ist ordentlich. Es gibt nur ganz wenige Leute, die als Nummer 1 auch wirklich die eigene Nummer freestylen können. Ich bin mal gespannt, was jetzt zu Gegner kommt, wo ich Deathmax bin. Das müsste extrem krass werden. Na gut, hier, da seht ihr es, Nummer 2 von der 4 geflext, nämlich Nagashima. Und das habe ich gemacht mit einer Level 1 Goiwa-Strategie. Ja, und hier nochmal noch ein Dankeschön an den Nelson. So oft, dass er auch in letzter Zeit kommt. Ich danke dir dafür, dass du mir geraten hast, die 2 anzugreifen mit dieser Base hier. Warte, gleich kam ich. Anstatt die 3 mit so einer Base. Ich war eigentlich blind zu denken, dass ich die 3 mit Goiwa hätte machen können. Puh! Danke, Nelson. Du bist der Beste. Ja, Victory FF. Jedenfalls. Bis jetzt hatte der Nelson schon einen Großteil meines Respekts und Vertrauens zu den Teammitgliedern, zu den Höheren, die es bis zu weit geschafft haben. Jetzt kann der Nelson von mir aus auch gerne den Rest am Vertrauen haben. Na gut, egal, kommen wir nun zum Angriff. Level 1 Goiwa, Leute, das ist OP. Zumindest bei der Base hier. Also, dass bei einem Rathaus Max Tier 8 wirklich ankommen könnte. Pff. Jetzt stellt euch das mal vor. Wenn hier Heilzauber, Wutzauber und der Golem und Valkyr noch gemaxt wären. Das wäre abgegangen. Da habe ich auch noch einen schönen Valkyr-Angriff für euch, ja. Ich habe jetzt in letzter Zeit mit Nagashima. Ein bisschen rumexperiment, was die Strategien angeht. Jetzt, wo ich hier, ja, bis zu Golem habe, geht das auch besser. Ich muss sagen, ich bin auf ein paar interessante Strategien gekommen. Da, während Drachenkopf und Phönixfeder nicht funktionierte, hat jetzt eine neue Axt namens Obsidian-Axt. Eine neue Taktik namens Obsidian-Axt eigentlich funktioniert. Werde ich euch nachher mal zeigen. Also, das ist schon eine sehr variable Taktik. Weil Kühn sind jetzt allgemein, ja, hochgeachtet. Ich werde mit denen noch etwas herumexperimentieren, etwas mehr auf jeden Fall. Jedenfalls, ohne diese Möglichkeit hier hätten wir den CW wahrscheinlich hochhaus verloren. So. Ja. Ich danke den Nels nochmal. Und ich danke den Valkyren. Die Töchter Germanias. Oder Germanien? Ich weiß es nicht. Muss ich nochmal nachgoogeln. Ist genauso mit dem Mecherschmitz. Die Mecherschmitz. Mehr Sprechfehler kann nicht drin sein. Ja. Aber wenn da jetzt hier Emerald und G-Stone zusammen immer die ersten vier vernichten können, dann haben wir an der Spitze schon ein recht gutes Deo-Clan, recht gutes Duo. Dann ist da noch ein Kollege vom Nelson drauf, den er von der Schule kennt, der kann Nelson dann immer um Hilfe fragen.
haben. Was braucht man eigentlich, um CW zu gewinnen? 4 Emeralds und dann noch einen Nelson-Account. Überhaupt nicht arrogant, nee. Aber viel mehr Leute haben sich in letzter Zeit, abgesehen vom Shanky, der Shanky hat auch noch sehr oft was gemacht, auch wenn er diesen CW leider vom Nelson vergessen wurde. Da muss ich leider ins Reinwürgen. Ja, auch noch was Gutes erledigt. Ja gut, den Shanky würde ich dann auch reintun. Den bräuchten wir ansonsten noch. Die mehr CW-Beteiligung gab es in letzter Zeit nicht. Traurig, aber wenn es funktioniert. Ich werde die Zeit wieder kommen. Da werden sich alle Kameraden der Krähenarmee in diesem Clan versammeln. Und dann, liebe Leute, dann wird es losgehen. Dann gehen wir bis Level 20. Ja. Dafür müsste erstmal noch der Gabelheim kommen. Ohne den gibt es keine Krähenarmee. Kommt noch. Ja, da war wieder Nelson mit seinem Draug, MVP halt. Nee, der ist nur Held. MVP ist Dennis. Bei Dennis auch nicht mehr CB. Ja. Die ganzen Männer, mit denen ich den Clan hier erschaffen habe. Na gut, mit dem ich den groß gemacht habe. Erschaffen habe ich den nur mit Jan. Die sind jetzt hier alle draußen. Das ist irgendwie etwas traurig. Ja, die 6 wurden noch kaputt gemacht von meinem dritten Account, dem Erdgericht. Das war ja ursprünglich der Nodef. Er hat jetzt auch eine kleine Umbindung bekommen. Da kann jetzt 3 Heilzauber haben. Es hat mir so viele Möglichkeiten eröffnet, Leute. Ich liebe es. So, und die Max-Socks bei allen Accounts sind mittlerweile ja auch Standard. Wir haben überhaupt einen Großteil der CW-Folge erstmal ermöglicht. Naja, es war schon gut, dass ich die gemacht habe. Dann, jetzt habe ich aber die Valkyren entdeckt. Die müssen jetzt auch gemacht werden. Also ich hatte mal mit Gabelhelm... Mit Gabelhelm habe ich allgemein sehr viele strategische Gespräche gemacht. Vom wo aus man am besten Deutschland erobern sollte, wie wir unsere Partei groß bekommen. Unter anderem auch in Clash of Clans ein paar Sachen. Wie zum Beispiel halt die Wirksamkeit von verschiedenen Truppen. Und da sind wir dann irgendwann zum Schluss gekommen. Ja, Valkyren, das ist eine unfertige Truppe, die nichts kann. Der Angriff ist zu gering, um es zu einer offensiven Einheit zu machen. Die Verteidigung, die ist so genug, um es tankig als Riesen, aber nicht tankig genug zu machen. Diese Einheit ist für nichts nützlich, außer eine Death vielleicht für etwas. Genauso hat der Galbem geredet, genau so. Genau so hat er geredet, Leute. Genauso hat er nicht geredet. Was soll ich jetzt nochmal sagen? Ich hab den Faden verloren. Ihr müsst Eros Hans holen. Jedenfalls, ich glaube, genau dieses Mittelmaß macht es praktischer als ein Riesen. Nicht praktischer als ein Riesen. Praktischer als ein Golem. Und heftiger als ein Päcker. Denn muss doch bedenken, man muss das Ganze auch noch hochrechnen auf die, auf den verwendeten Platz. Die Viecher haben dann noch die Geschwindigkeit von einer Boogie Queen oder einem Bogenschützen. Ja, das ist auch noch bedenken, wenn auch nicht so schnell wie ein Mauerbrecher oder sowas. Oder war Mauerbrecher so schnell wie Bogenschütze oder so schnell wie Kobold und Luckys? Ich weiß nicht, auf jeden Fall sind die schon verdammt schnell dafür, dass sie so tankig und stark sind. Und dann muss man den Schaden, der jetzt nach dem Boost schon ungeheuer hoch ist, auch noch multiplizieren mit der Menge an Gebäuden, die sie gleichzeitig attackieren können. Und liebe Leute, da muss man noch bedenken, dass es irgendwie bei deren Angriffsgeschwindigkeit überhaupt keinen Widerstand mehr gibt, wenn man Wutzauber einmal drauf wirft. Ja. Als ich da erstmal die Valkyren benutzt habe, in der Hoffnung, irgendwas erreichen zu können, und mir dachte, dass ich wahrscheinlich untergehe und Odelex verschwendet habe, da haben die mit dem Wutzauber zusammen erstmal sehr viel aus dem Weg geräumt. So viel, wie ich kaum so viel möglich gehalten habe. Die waren innerhalb von 3 Sekunden aus dem Wutzauber wieder raus und alles innerhalb des Wutzaubers war kaputt. Das werde ich nachher noch so einen klassischen Angriff zeigen, aber die Valkyren, die habe ich bis jetzt wirklich stark unterschätzt. Das muss ich noch zu sagen. Hat er dafür jetzt wirklich ein komplettes... Oh gosh. Yeah. Na, wenigstens sind seine Drachen höher gewesen als meine, auch wenn das nicht dafür nötig war. Das war eh zu schön. Ja, und da konnte hier der gute Minenhund noch was machen. Ich weiß nicht, soll ich ihn auch umbenennen? Zu Karen oder zu Kitty? Ich hab keine Ahnung, Leute. Na gut. Wie der Angriff ausgegangen ist, könnt ihr schon ausmalen, denn... Hier habe ich ja nicht so stark getroffen, aber hier habe ich die Lakaien. Jeder Antagonist, und ich zähle mich zu Antagonisten, braucht Handlanger. Was einen besseren teuflischen Handlanger als Lakaien? Ich bin ein krasser Typ, ich weiß. Ich sollte in irgendeinem Videospiel ein Endgegner werden. Na gut, und jetzt kommen wir noch zu dem absolut leckeren letzten Angriff, den ich mit der Gashima gemacht habe. Ja, die Strategie heißt offiziell Obsidian Axt.
Obsidian wegen den Magiern, welche ja Zauberer sind, und mit Magie verbindet man immer Obsidian oder Drachenglas oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Es gibt da viele verschiedene Namen für. Und Valkyren haben eine Axt. Ja. So, ich habe keine Ahnung, ob die Valkyren jetzt wirklich germanisch waren. Nee, ich weiß nicht. Was waren das nochmal? Waren die Valkyren nochmal? Egal, ich nenne die Folge jetzt ja einfach jedenfalls die Töchter Germanias, einfach nur weil sich das episch anhört. Ja. Germania. Soll Germania eigentlich schlimm? Germanien wäre schlimm, aber doch nicht Germania, oder? Ich werde es einfach mal so nennen. Ja, jedenfalls, das habt ihr schon gesehen. Auch wenn dieser Knecht hier auf der 7 Niveau war und das easy war, insofern eigentlich, der Typ hatte X-Bögen. Und ich habe damals schon mit Emerald und Go-Wipe versucht, seinem Typen hier Schaden zu machen. Mit Go-Wipe halt. Und er hat die X-Bögen. Ja gut, die Base wird was besser gebaut, aber trotzdem, ich konnte da nichts mit erreichen. Ich konnte ihn nicht ankratzen. Also von daher, das ist schon hier ziemlich krass mit den Valkyren. Ich finde die Viecher einfach nur krank. Ja. Das wäre es dann auf jeden Fall zu dieser Folge, Leute. Und ich glaube, nach dem Nagashima-Angriff sollte ich eigentlich mit der Valkyrie reingemacht haben, oder? Ich weiß, ich bin gerade hier im Rausch. Na gut, Leute. Wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Wobei, ich weiß... Gibt es noch was zu zeigen? Da gab es doch irgendwas, ich weiß, ist... Irgendwas... Nee, Leute, dann lass mich mal. Na gut, Leute. Ciao! Bis zur nächsten Folge, Backen. Tschüss!